Grüezi miteinander, schön seid ihr wieder da bei mir auf YouTube. Wo ich noch auf der Raiffeisenbank in Therwil geschafft habe, das ist schon manche Jahre her, ist gerade auf der anderen Strassenseite die Basel-Landschaftliche Kantonalbank gesehen, unser Mitbewerber oder Konkurrent. Dass die zwei Banken zusammenarbeiten und dass das dem Kunden nichts bringt, das ist meine heutige Geschichte. Wenn ihr Kunde seid bei der Raiffeisenbank und ihr kauft dort zum Beispiel den Anlagefonds Futura Swiss Franc Bond, dann zahlt ihr dort volle Tergebühren von 0,75% jedes Jahr. Ich habe nicht schlecht gestaunt, wo ich bei einem Kunden gesehen bin und in eine Vermögensverwaltung mit Fonds von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank reingeschaut habe. Der Topf genau gleiche Fonds von der Konkurrenz ist da drinnen. Wir haben dann das Factsheet ausgedruckt und haben dort die Tergebühren schwarz auf weiß gesehen. Der Kundenberater von der Kantonalbank hat dann gesagt, es sei üblich, dass die Kunden eine Retrozession bekommen, das heisst eine Rückvergütung von diesen Tergebühren. Wie viel das die ist, hat er uns nicht mitteilen können. Und darum hat ein Journalist, ein Kollege von mir, eine Anfrage bei der Kantonalbank gemacht und wollte genau wissen, wie viel ist die Reduktion, die Kunden dort bekommen. Und die Kantonalbank hat bestätigt, jawohl, die Hälfte bekommt in diesem Fall jetzt der Kunde zurückerstattet über automatisch als Retrozession. Die Vermögensverwaltung bei der Kantonalbank kostet also 1% Grundgebühr plus 0,375% Tergebühren. Der Clou bei diesem Fonds von der Raiffeisenbank ist, dass der Fonds heute gar keine Rendite auf Verfall mehr hat. Die Rendite auf Verfall ist nämlich unter Null, über 0,25% jedes Jahr. Also der Kunde zahlt Gebühren, sei es jetzt bei der Raiffeisenbank oder bei der Kantonalbank, für einen Fonds, der nichts bringt. Auf Nachfrage bei der Kantonalbank haben die uns dann gesagt, warum sie den Fonds ausgewählt haben, dass sie immer würden den Best-in-Class-Fonds nehmen. Das bestätigt mir einmal mehr, dass man nicht in alle Anlagestrategien muss investieren muss. Speziell dann nicht, wenn es Obligationen drin hat und so Fonds wie der, die nichts bringen. Wie immer sage ich an dieser Stelle, wenn ihr Anlagefonds im Depot habt, wenn ihr Vorschläge habt von Banken, die euch Anlagefonds verkaufen wollen, dann verlangt bei mir eine Zweitmeinung. Ich komme nochmal zurück auf die Sendung vom letzten Mal. Hände weg von Anlagefonds. Diesen Satz habe ich auch bei der Generali-Versicherung bei Facebook angeschrieben und habe eine Reaktion bekommen von einem Leser. Er habe meine YouTube-Filme angeschaut. Die seien ja nicht schlecht, aber ich würde keine Vorteile von Fonds und Versicherungen erzählen. Meine Damen und Herren, Vorteile gehören ihr immer von der Bank und Versicherung. Für das braucht es mich nicht. Die haben riesige Werbebudget, wo sie euch die Sachen lustig machen können. Ich will die Schattenseite zeigen. Ich will das zeigen, was euch nicht gesagt wird im Gespräch. Für eine Zweitmeinung bin ich immer da. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.